Servus Anomalie, betreten. Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Doom 1993. Shit. Okay. Geht ja hier gleich mit einer riesigen Beute los. Oder Meute. Meute oder Beute, wie man es sehen will. Kein Secret. Wie wäre, wenn es am Start ein Secret gibt? Okay. Leute, Mann. Habe ich den Granatenwerfer noch? Lass mich kurz. Okay. Was passiert hier? What the fuck? Was ist das bitte für ein Level? Muss das so sein? Wahrscheinlich schon, ne? Also wahrscheinlich muss ich da wieder runter. Setze ich jetzt einfach mal. Mal irgendwie was drücken kann ich nicht. Ja, dann gehen wir halt hier runter. Und dann wahrscheinlich hier einen Knopf drücken. Damit das Ganze wieder hochfährt. Aber zuerst. Sonst noch irgendwas? Habe ich jetzt irgendwas übersprungen? Könnte gut möglich sein. Kommt man irgendwie da wieder hinein? Such ganz kurz die Wände mal ab. Aber es sieht nicht so aus, als ob es hier irgendwas gäbe. Nope. Okay. Health habe ich genug. 148. What the fuck? Nix. Was war das bitte für ein Level? Sobald du den richtig dicken Brocken pulverisiert und die Mondbasis gesäubert hast, solltest du den Sieg in der Tasche haben. Oder wo ist dann deine fette Belohnung? Und fahrt nach Hause. Erster Klasse. Was soll der Scheiß? 50. Ne, so sollte das nicht enden. Es stinkt nach fauligem Fleisch. Sieht aber nach der... Was? Deimos-Basis aus? Tja, du sitzt wohl an den Shores of Hell fest
und raus geht es nur mitten durch, um dein Doom-Erlebnis... No! Vorzusetzen. Ich konnte es nicht lesen, weil ich zu langsam war. Weil ich die Schrift nicht lesen konnte. Sorry. Nerf Software. Todd Hunt's Sheet. Alright, ich glaube, das war's dann wohl mit dem ersten Kapitel von Doom 1993. Ich muss sagen, ich fand's ziemlich cool. Hat mich ein bisschen so in diese Retro-Shooter-Bubble hineingebracht. Und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich. Die Musik, der Grafikstil, das Pace hat was. Vor allem, wenn alles schön immer so flüssig ist und gut läuft. Und man wirklich die Gegner abmetzeln kann. Fand ich nice. Hat Spaß gemacht, kann ich wirklich jedem empfehlen. Das Ganze gibt's im Epic Game Store. Wirklich für ein paar kleinere Cents. Von daher, holt es euch. Unterstützt diese Entwickler, finde ich gut. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Doom 1993. Es geht dann noch weiter im Kapitel 2, glaube ich, wenn ich da richtig bin. Oder im DLC, je nachdem, wie man das sehen will. Und ja, auf jeden Fall auch in den nächsten Teilen von Doom. Und bis dahin, haut rein und immer schön die Monster abmetzeln. Tschüss!